Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. In dieser Sendung präsentieren wir Ihnen Modellbahnen mit Pfiff. Beginnen wollen wir in Paris. Dort findet alljährlich im Frühjahr eine große Modellbahnausstellung statt. Da waren wir nicht nur anwesend, wir haben auch einen Blick auf die englische Bahngeschichte geworfen. So leichtfüßig und beschwingt kann auch im Modellbahnmilieu nur eine daherkommen, eine charmant ausstaffierte Französin. Die kleinen Missgeschicke des Lebens, Snipper Graf, sind nur halb so schlimm, wenn sie an einem Ort passieren mit dem Namen Mon Plaisir, mein Vergnügen. Monsieur Galpin. Das ist der Herr, der hier so liebevoll auf seine Modulanlage hinunterlächelt, hat die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts gewählt, seine Jugendzeit und die Blütezeit der Kleinbahnen in Frankreich auf dem Land. Damals waren das Straßennetz noch nicht so ausgebaut, der Einsatz von Lastwagen und Bussen eher selten, Personen- und Güterverkehr über die Eisenbahn geregelt. Monsieur Galpin kommt aus der Normandie und lebt in der Normandie. Und er baut sie auch nach, im Maßstab 1:43,5. Meine Modellbahnanlage stellte eine Ecke in der Normandie dar. Sie liegt in der Gegend von Honfleur oder Flair im Departement Calvados. Wie lange ich daran gearbeitet habe, kann ich nur ungefähr sagen. In einem Zeitraum von 4 Jahren waren es sicher an die 6.000 Stunden. Damit jedermann sieht, wie gebaut wird, hat der gelernte Maler den Lokschuppen par excellence zur Baustelle deklariert. Materialien sind Holz, Pappe und Sandpapier als Verputz. Die Fahrzeuge liefert Magic Train von Fleischmann. Allerdings wurden sie gealtert und umgespurt auf die Spurweite 0E, also Schmalspurgröße. Monsieur Galpin ist Mitglied im französischen Modellbahnclub FFMF. Seit 30 Jahren hat ihn diese Leidenschaft fest im Griff. Wie viele andere Modellbahner auch, kennt er beim Bauen nur ein Problem. Ich kann diese Anlage nur noch ein bisschen vergrößern, denn zu Hause fehlt es langsam an Platz. Trotzdem habe ich schon etwas in Planung. Bonne chance, Monsieur Galpin. Alles Gute für den Weiterbau. Wir jedenfalls waren sehr entzückt über diesen Modellbahngruß aus der Normandie. Jedes Jahr, Ende April, Anfang Mai, findet in Paris an der Porte de Versailles die französische Modellbaumesse statt mit internationalem Flair. Le Mondial de la Maquette et du Modèle Réduit. Auch die namhaften deutschen Vertreter der Modellbahnbranche sind angereist. Rund 200.000 Besucher zeigen ihr Interesse am Modellbau, dessen französische Liebhaber insgesamt auf gut 3 Millionen geschätzt werden. Ebenfalls Mitglied in Frankreichs größter Modellbahnvereinigung, der FFMF, ist der Retro Rail Club de Senlis. Er präsentiert auf der Mondial, wie die Messe salopp abgekürzt wird, eine unglaubliche Fülle von altem Modellbahnspielzeug aus Weißblech. Fer Blanc, in Spur 0. Blechspielzeug ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Techniken und Materialien, die mit der Industrialisierung entstanden waren, wurden jetzt eingesetzt, um die neue Maschinenwelt der Erwachsenen auch für Kinder begreifbar zu machen. Meist sehr aufwendig und in kleinen Serien hergestellt, wich das Blechspielzeug schon nach dem Ersten Weltkrieg einer weitestgehend industriellen Fertigung. Was hier von den Firmen J.E.P., Jouets de Paris und Hornby, dem französischen Ableger von Mecano Liverpool, alles auf der Anlage von Senlis steht und fährt, lässt jedes Sammlerherz Saltos schlagen. Kommen wir zu einem weiteren Höhepunkt, wenn auch in kleinerem Maßstab.
Am Stand des Rail Club de Meaux wird den allerersten Dampfbahnpionieren die Honneur gemacht. Zum Beispiel dem Engländer Richard Trevithick, der 1808 auf dem Euston Square in London einen ersten Personenzug vorführt. Catch me who can. 5 Schilling kostet der Eintritt in die Ringbahn, 1 Schilling extra die Mitfahrt. Ich habe mir diese Epoche ausgesucht, da es sich um kleine Maschinen handelt, die es im Modell noch nicht zu kaufen gibt. Zumindest nicht in diesem Maßstab. Das erlaubt mir, Originale anzufertigen, Einzelstücke. Außerdem eignen sich diese Loks sehr gut für Modelle aus Karton und Pappe. Und eine Pacific herzustellen, die von anderen schon perfekt nachgebildet wurde, hat doch wenig Sinn. Monsieur Jesuelli ist ein genialer Künstler. Aus Papier und Karton fertigt er nicht nur Lokomotiven und Wagen, sondern auch Männchen und ganz entzückende Weibchen. Sein Maßstab ist 1:87, sein Modestil sportiv bis elegant. In jene Zeit fallen auch die erste belastbare Dampflok von William Hadley oder die Eröffnung der ersten Dampfbahnlinie in Frankreich. Daneben im Kartonprogramm Maschinen von Nicolas Guignot, Marc Seguin oder eben Richard Trevithick. Leichte Modelle zwar, aber nicht einfach. Für diese Modelle gibt es fast keine Dokumentationen oder Unterlagen. Man findet sie vor allem als Illustrationen auf alten Zeichnungen, Stichen oder Gemälden. Nur ganz vereinzelt haben Museen restaurierte Originale. Das größte Problem liegt aber meistens darin, die richtigen Proportionen zu finden. Oft muss man von einem einzigen bekannten Maß aus alles drumherum neu berechnen. 1825 wird in England zwischen Darlington und Stockton eine erste mit Dampf betriebene öffentliche Eisenbahnstrecke eröffnet. 12 Jahre später erst folgt Frankreich diesem Beispiel zwischen Paris und Saint-Germain-en-Laye. Monsieur Jesuelli hat nun ein Diorama erschaffen, das der Geschichte ein wenig vorweggreift. Er setzt alle beweglichen Kartonmodelle auf die Pferdebahn zwischen Saint-Étienne und Andrézieux im Zentralmassiv, die hier 1827 als Abfuhrstrecke für die Kohlezechen angelegt wurde. Auch die berühmte Rocket ist hier mit im Bunde. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung von Paris nach Dortmund. Auch dort findet jedes Jahr im Frühjahr eine große internationale Ausstellung statt. Und wir haben Holländer getroffen, die sich eine Schweizer Bahn zum Vorbild genommen haben. Kölner, die die Mosel nachgebaut haben. Und auch sonst gibt es wunderbare Anlagen in allen Größen. Obwohl in Wirklichkeit auf dieser Schmalspurstrecke der Zugverkehr eher spärlich fließt, scheint auf dem Modell in Baugröße H0M ein Zug den anderen zu jagen. Das allerdings ist überhaupt nicht im Sinne der Erbauer, sondern liegt einzig und allein am Schnitt. Denn dem Modellbauteam aus den Niederlanden ging es darum, trotz Verkleinerung und Verkürzung der schweizerischen BVZ, die Charakteristika der Brickfisp-Zermatt-Bahn im Kanton Wallis herauszuarbeiten. Mittendrin im Diorama das Bergdorf Randa, 3100 Meter unter den Gipfeln Dom und Weißhorn gelegen, im tiefsten Taleinschnitt Europas im Mattertal. Traurige Berühmtheit erlangte der Ort im Katastrophenjahr 1991, als ihn kurz hintereinander 2 Gerölllawinen und eine Überschwemmung heimsuchten. Das Dorf im Original ist wiederhergestellt und auch im Modell ist seine urige Atmosphäre wieder auferstanden. Alle Gebäude und alles, was hier auf der Anlage steht, haben wir selbst gefertigt. Nur die Gleise und die Züge, die haben wir käuflich erworben. Trotz ihrer idyllischen hochalpinen Lage ist die BVZ keine nostalgische Museumsbahn, sondern ein modernes Transportunternehmen, das sowohl Massen von Touristen wie auch den regionalen Personen- und Güterverkehr im Mattertal bewältigen muss. Ja,
Aber um noch einmal vom Charakter der Bahn zu sprechen, die BVZ ist eine eher beschauliche Bahn, bedingt durch steile Teilstrecken und enge Gleisradien. Und deshalb hat das Modellbauteam auf digitale Spielereien verzichtet. Gesteuert wird analog. Weichen werden von Hand gestellt und Signale haben ihren ganz eigenen alpenländischen Charme. Wir haben verzichtet auf eine Lichtsignalanlage, aber wir haben etwas anderes gesucht. Und wir denken, dass wir das gefunden haben in die Kuhglocken. In der Schweiz kennt jeder die Kühe mit den Glocken. Und was ist ein Schweizerisches, als so etwas zu probieren? Und wie funktioniert das dann? Wir fahren hier im Bahnhof in Kreuzungsverkehr. Wenn der eine Zug einfährt, dann soll in der andere Richtung ein Zug rausfahren. Und da muss an der Hinterseite den Strom umgepolt werden. Und das wird mit der Kuhglocke angezeigt. Und dann hört es der Kollege hin. Und er gibt wieder eine Antwort zurück mit seiner eigenen Glocke. Und dann weiß ich an der Vorderseite, dass ich den Zug losfahren lassen kann. Kurz noch zur Namensgeschichte der Bahn. 1891 wird die Strecke Visp-Zermatt eröffnet. Die VZ verkehrt nur in den Sommermonaten. 1930 kommt die Erweiterung Visp-Brick hinzu. Die BVZ fährt nun ganzjährig nach Zermatt, das für Autos gesperrt wird und seinen Aufschwung als Wintersportort nimmt. 2003 fusioniert die BVZ mit der Furka Oberalpbahn und heißt neuerdings MGB, Matterhorn-Gotthardbahn. Ebenfalls eine idyllische Bahn zum Thema, aber in noch winzigerer Ausführung, hat der N-Club Ortenau. Im Maßstab 1:160 präsentiert er die Schwarzwaldbahn zwischen Offenburg und Villingen. Die zeitliche Einordnung der Strecke fällt leicht. Es ist der Zustand, den der Betrachter von heute kennt. Den Modellbahnern aus dem Kinzigtal kommt es vor allem darauf an, das Lokalkolorit der Gegend auf ihre Module zu übertragen. Wie das als Ganzes dann am Ende wirkt, können Sie selbst auch nur bei Ausstellungen überprüfen, wie bei dieser hier in Dortmund. Wir haben in unserem Vereinsheim die Möglichkeit, an den Modulen zu arbeiten. Das heißt, am Arbeitstisch können wir Module zusammensetzen, um dort gewisse Ausbildungsarbeiten und Elektroarbeiten durchzuführen. Stationär können wir die nur bei Ausstellungen und bei Messen präsentieren. Der Eindruck ist vollkommen. Zumal über der Schwarzwaldbahn ein nostalgisches Lüftchen weht. Beim Fahrzeugpark bedienen sich die Ortenauer aus Epoche 3 und 4. Und da hat Spur N ja auch einiges zu bieten. Wer sich für den Club und seine eigens entwickelten NBCO-Module interessiert, gehe ins Internet unter www.n-bahn-club.de. Wir müssen leider weiter. Und zwar nehmen wir jetzt Fahrt auf in einer Spur, die am ehesten die Illusion vermitteln kann, auf der richtigen Eisenbahn zu sein. Es handelt sich um Spur 1. Unsere Lok ist eine Schnellzuglok 01 mit Sound. Und in Szene gesetzt haben sie die Spur 1 Eisenbahnfreunde Erftstadt. Im Vergleich zu der weitaus bekannteren und gebräuchlicheren Modellbahngröße H0 sind Spur 1 Modelle genau 2,7 mal größer in Länge, Breite und Höhe. Gebaut werden sie im Maßstab 1:32. Deshalb sind sie durchaus imposant von ihrer Größe her, aber noch handlich bei der Inbetriebnahme. Und sie zeichnen sich meist aus durch ihre Detailfreudigkeit. Nicht umsonst wird Spur 1 auch Königsklasse genannt. Spur 1 Modelle, das muss man sagen, sind nicht unbedingt für den kleinen Geldbeutel. Manche Kleinserienexemplare besitzen den Wert eines Neuwagens der unteren Mittelklasse. Und da kann es einem schon ein wenig schwindelig werden. Stellen wir wieder um auf den kleineren Maßstab 1:87. Zum guten Schluss
zeigen wir Ihnen eine Anlage, die, wie von Ihren Erbauern nicht anders zu erwarten, perfekter nicht sein könnte. Sie ist ein Paradebeispiel für Fantasie, Fleiß, Ausdauer, handwerkliches Geschick und Akkuratesse. Das Modellbauteam Köln, bekannt für seine gigantische Schweizanlage, hat das liebliche Moseltal nach Dortmund mitgebracht. Und wer noch nie mit dem Zug durch den Bahnhof Bulley gefahren ist, der sollte jetzt richtig hinschauen. Denn dort sieht es wirklich ganz genauso aus. Eine exakte Kopie der Wirklichkeit. Aber das ist noch längst nicht alles. Das Anlagenthema dieser Anlage ist ganz einfach Bulley an der Moselbahn. Und zwar nicht die an der Strecke Koblenz-Trier an der Mosel. Das Besondere an dieser Anlage ist halt eben diese doppelstöckige Brücke, wo oben die Eisenbahn fährt und unten die Straße. Und des Weiteren, wie man sieht, diese vielen schönen Weinreben. Wir haben nach ungefähr 27.000 aufgehört zu zählen, aber wir schätzen, dass es ungefähr über 40.000 sind. Und wie haben Sie die hergestellt und dann befestigt? Das sind im Prinzip Gardinenstifte, die es in jedem Dekoladen zu kaufen gibt. Die werden dann in Farbe getunkt, anschließend mit Leim beflockt und mit den grünen Flocken beflockt. Anschließend, nachdem sie trocken sind, werden sie einzeln mit dem Hammer eingeschlagen in den Gips. Das haben Sie gemacht? Das habe ich dann gemacht. Ich glaube, ich habe 2 Wochen lang nur Weinreben gepflanzt. Hoffentlich musste der junge Kölner Sisyphos nicht auch noch all die verschiedenen Traubensorten auseinander dividieren. Die Mitglieder des Modellbauteams Köln sind bekannt für ihre akribischen Recherchen vor Ort. Da hatten sie es mit der Moseltalbahn ein wenig leichter als damals mit der Schweiz. Erstens liegt die Moseltalbrücke nur knapp 100 Kilometer vom Heimatort entfernt. Und zweitens, naja, der viele Wein. Und jetzt, liebe Zuschauer, kommen wir zum Hauptteil unserer Sendung. Wir porträtieren eine Gruppe von Modelleisenbahnern, die alle mit einem Handicap leben müssen. Sie sind nämlich gehörlos. Das hindert sie aber nicht daran, mit großer Begeisterung ihrem Hobby nachzugehen. Der erste Eindruck ist die Stille. Dann dringen ab und zu befremdliche Laute durch den Raum. Nach und nach setzen sich Gesprächsfetzen zusammen aus einzelnen Wortsilben und unterstützenden Gesten. Und schließlich ist es gar nicht mehr so unmöglich, wenigstens ein Stück weit der Kommunikation untereinander zu folgen. So erging es uns als hörendem Eisenbahnromantik-Team bei einem Besuch der gehörlosen Eisenbahnfreunde Offenbach und ihrer ersten Modellbahnausstellung. Einen Drehtermin, den wir mit etwas Bammel antraten, der sich jedoch schnell verflüchtigte. Die Modelleisenbahner und den Mainzer Reiseveranstalter Peter Scheifele, der die kleine Gruppe gründete, sind zwar allesamt gehörbehindert, aber sprachlos sind sie keineswegs. Es ist ja leider so, dass Gebärdensprache erst seit 2002 gesetzlich als Sprache anerkannt ist und früher an den gehörlosen Schulen nicht unterrichtet werden durfte. Das heißt, die Kinder haben das auf dem Schulhof gelernt und hatten ziemlich eingeschränkten Wortschatz. Von daher ist auch der Wortschatz bei Gebärdensprache nicht so groß. Das muss sich erst in den nächsten Jahren entwickeln. Aber für so Spezialfachausdrücke haben die Jungs dann schon ihre eigenen Zeichen, die man dann auch so mit der Zeit lernt. Außerdem braucht es nicht zu allem Worte. Die Arbeit an den Modulen geht Hand in Hand, der Eifer wirkt ansteckend. Manchmal sind fast zu viele Hände mit im Spiel. Cordula Scheifele ist die einzige Hörende in der Gruppe. Vor Jahren hatte sie aus reinem Interesse einen Kurs in Gebärdensprache belegt und dort in ihrem Lehrer ihren jetzigen Mann kennengelernt. Das Ehepaar arbeitet gemeinsam im eigenen Reisebüro. Wo immer es gebraucht wird, fungiert Cordula als Gebärdendolmetscherin. Ja,
Also dieser Club gibt es seit 2002, der ist ja gegründet worden. Und der Grund war, weil viele gehörlose Menschen zu Hause eine digitale Anlage, also eine Modellbahnanlage haben und haben viel erfahren, dass es halt die neue Technik, Digitaltechnik gibt. Und viele Gehörlose möchten sich auch zu Hause umstellen auf Digitaltechnik. Das gibt es viele Fragen dazu, aber wenn man Geschäfte besucht oder Messe besucht, dann hat man immer das, als Gehörlose immer das Kommunikationsproblem, weil die Leute ja keine Gebärdensprache können. Deshalb habe ich mir überlegt, wie man das Problem lösen kann und haben diesen Treff aufgemacht, diesen Club gegründet, weil man hier die Erfahrungen austauschen kann und sich gegenseitig helfen kann. Aber nicht nur die digitale Modellbahnwelt ist Grund für diesen Club. Neben der Hobbypflege erfüllt er eine zusätzliche, noch wesentlichere Aufgabe. Wenn man in der hörenden Welt arbeitet, ist es mehr Stress, mehr Druck, mehr Arbeit. Aber hier sind wir frei und selbstbewusster. Hier können wir machen, was wir möchten. Und das ist sehr wichtig für gehörlose Menschen. Denn nichts kann darüber hinwegtäuschen, dass Gehörlose in unserer Gesellschaft in vielen Bereichen diskriminiert werden, ihre Behinderung oft mit geistiger Behinderung gleichgesetzt wird und sie in der Regel ein von Hörenden bevormundetes Leben führen. 19 Mitglieder zählt der Verein derzeit. Vorzuweisen hat er 60 Meter Schienen in H0 auf 13 fest angeordneten Modulen. Dazu 6 Clubloks und jede Menge privates Zubehör. Noch ist nicht alles perfekt. Gebastelt wird zu Hause, doch wenn es die Zeit erlaubt, trifft man sich dreimal im Monat hier im Pfarrheim der Heiligkreuzkirche in Offenbach. Angefangen hat es wie bei den meisten Modellbahnern. Ein solider Gleisplan als Grundlage, fantasievolle Aufbauten fürs Auge. Die handwerkliche Ausbildung der Beteiligten half über die Anfangsprobleme hinweg. Aber so stolz das Erreichte auch macht, so problematisch ist die derzeitige Raumfrage. Bei jedem Treffen muss morgens aufgebaut werden und abends abgebaut werden. Und es gibt hier eine kleine Abstellkammer und da werden die Module eingelagert. Wir haben leider keinen eigenen festen Raum. Es muss halt immer auf- und abgebaut werden. Dass Sie für Ihr Hobby überhaupt einen Raum haben, ist im weitesten Sinne dem italienischen Geistlichen Filippo Smaldone zu verdanken, der in Offenbach die katholische Gehörlosengemeinschaft gegründet hat. Der Pater ist längst selig gesprochen, die Gemeinschaft aber ist aktiver denn je. Ausflüge, Gottesdienste, Vorträge, gemütliche Treffs und eben auch der Modelleisenbahnclub verhelfen den Sinnesbehinderten zu einem erfüllteren gesellschaftlichen Leben. Rund 80.000 Gehörlose und 15 Millionen Schwerhörige leben in Deutschland. Und doch weiß man wenig über dieses Handicap. Das ist ja eine unsichtbare Behinderung. Wenn ich auf der Straße laufe und hörende Leute mich nicht kennen, die wissen ja nicht, ob ich gehörlos bin oder nicht. Wenn sie sehen, ich gebärde mit irgendjemandem, dann wissen sie sofort, ach so, der ist gehörlos. Aber viele hörende Menschen wissen nicht viel über Gehörlose und sind sehr erschrocken, wenn sie das erste Mal kennenlernen und können sich auch gar nicht vorstellen, wie sie da kommunizieren können. Das ist das Gleiche, als wenn ich irgendwohin in Urlaub fliege, zum Beispiel in die Türkei, und ich kann kein Türkisch sprechen, dann weiß ich ja auch nicht, wie ich mit den Leuten da kommunizieren soll. Das ist halt so, die Angst vor der fremden Kultur. Die Angst vor der fremden Kultur, die will man mit dieser Modellbahnausstellung verlieren helfen. Denn, so der Gedanke, das Hobby Eisenbahn überwindet spielerisch Generationsunterschiede, Landesgrenzen und Sprachbarrieren. Warum also nicht auch die Berührungsängste der Hörenden bei den Gehörlosen? Das Spielmaterial wäre vorhanden. Jetzt fehlen nur noch die geeigneten Mitspieler. Halt nur einmal im Jahr sozusagen komplett spielen zu können. Heute ja, das erste Mal. Das ist im Prinzip bei uns ähnlich, weil wir halt keinen Platz haben. Und dann ist einmal im Jahr praktisch eine Ausstellung und ansonsten wird an den Modulen gearbeitet oder an Lokomotiven gearbeitet oder auch sonst die Technik verbessert. Genau. Und ist der erste Schritt einmal getan, stellt sich heraus, dass man sich über das Gleiche freut, die gleichen Probleme hat und sich gegebenenfalls hilfreich unter die Arme greifen könnte.
Es gibt sicherlich die Möglichkeit, für uns die Gebärdensprache zu lernen, insoweit den Verein vielleicht weiter einzubinden, aber auch für die Gehörlosen sicherlich die Möglichkeit, entsprechende Zusammenarbeit im Modellbaubereich, sei es Alterung, Fahrzeugbau oder auch Geländegestaltung. Da gibt es immer wieder Neuerungen und Berührungspunkte, wo man zusammenarbeiten kann, wo sicherlich auch ein gegenseitiger Gewinn sich ergibt. Ob hörend oder nicht hörend, wie in fast jedem Modellclub ist die Rolle der Frauen hauptsächlich darauf beschränkt, für das leibliche Wohl zu sorgen und das Ambiente zu verschönern. Ob das mit der Begeisterung für die Modellanlage immer so stimmt? Seit die Modellbahnmänner auf der Schönberger Museumsbahn in Holstein ihren Ehrenlokführer erwerben, hat Ehefrau Cordula zum Beispiel ihre ganz eigenen Ansichten. Mit dem Ehrenlokführerschein, das war auch sehr spannend, obwohl ich die Ehre hatte, 2 Tage lang neben dem Heizkessel zu stehen und den Lokführer halt zu dolmetschen. Aber auf der Dampflok, das fand ich, hat mir besser gefallen als Modellwagen. Lobenswert, dass sie mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg hält. Apropos Berg. An beiden Seiten wird die ca. 13 Meter lange Anlage von Anhöhen eingerahmt. Den Weinberg mit Tunnel und Kehrschleife haben wir schon kennengelernt. Daran wird momentan noch etwas gewerkelt. Das kleine Hochgebirge aber mit Viadukt und Zahnradbahn direkt vor uns sieht schon sehr gelungen aus. Die Mannschaft um Peter Scheifele, der auch erster Vorsitzender der Gehörlosengemeinde Offenbach ist, hat viel erreicht und kann als Vorzeigemodell für Gehörlosengruppen in ganz Deutschland gelten. Dass für Menschen mit Sinnesbehinderungen gewisse Grenzen gesetzt sind, ist diesen selbst bewusst, wenn auch manchmal etwas schmerzlich. Früher habe ich als technischer Zeichner gearbeitet, aber es war mehr eine Notlösung für mich und es hat auch nicht so viel Spaß gemacht. Und man braucht ja zwar Arbeit zum Leben, aber Lokomotivführer, das wäre mein Traumberuf. Aber leider für Gehörlose geht's nicht. Weil, und das ist gesetzlich verankert, nur der den Lokführerschein machen kann, der auf einem Ohr mindestens 5 und auf dem anderen 8 Meter weit hören kann. Das zur Erklärung. Bei den gehörlosen Eisenbahnfreunden Offenbach kommt der Modellzug zum Halten. Zeit für uns auszusteigen. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft, dass Ihre Anlage wächst und gedeiht und dass zwischen Hörenden und Nichthörenden mehr Brücken geschlagen werden, auch wenn es über Eisenbahnbrücken geht. Wir wünschen den gehörlosen Modellbahnern auch in Zukunft allzeit gute Fahrt. Das war Eisenbahnromantik für heute. Wir sehen uns wieder, liebe Zuschauer, heute in einer Woche. Bis denn und tschüss.